Hallo, herzlich willkommen. Das vergangene Jahr hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Themen wie mobiles Arbeiten und Homeoffice sind in den Fokus gerückt und haben an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig haben sich auch die Ansprüche an Büroarbeitsplätze verändert. Wenn wir heute über Arbeitsplätze sprechen, geht es nicht mehr nur um Möbel, es geht um das Raumgefühl und die Atmosphäre. Themen wie Wohnlichkeit, warme Materialien mit angenehmer Haptik und der Wunsch nach Individualisierung beeinflussen die Qualität des Arbeitsplatzes und damit auch die Attraktivität für die Mitarbeiter. Genau dafür hat OKA das Programm Homeline entworfen. Homeline ist eine umfangreiche Produktfamilie aus Tischen und Korpusmöbeln, die sich auf vielfältige Weise miteinander kombinieren lassen. Hier beispielhaft zu sehen ein 1H Korpusmöbel mit einem aufgestellten Schreibtisch. Der Tisch verfügt in dieser Ausführung über die bekannte OKA Systemtraverse und lässt sich mit dem gängigen Zubehör wie Screens, Beinraumblenden oder auch der Elektrifizierung kombinieren. Das Korpusmöbel ist eine komplette Neuentwicklung. Hier haben wir eine Reihe von Solitärmöbeln, bestehend aus einem Außenkorpus und einem Innenkorpus, die sich individuell bestücken und auf Wunsch auch optional elektrifizieren lassen, um den Möbeln noch weitere Funktionen hinzuzufügen. Die Solitärmöbel von OKA Homeline sind deutlich geprägt von dem Charakter eines wohnlichen Sideboards. Bei einer festen Korpusbreite gibt es die Möbel in drei Höhen von 1 über 2 bis 3 OH. Gleichzeitig gibt es eine Unterteilung zwischen Außen- und Innenkorpus, die eine individuelle Konfiguration des Innenbereichs ermöglicht. Da stehen verschiedene Module zur Verfügung, angefangen von einer einfachen Klappe, über ein offenes Regalfach bis hin zu einer Schiebetür und ebenfalls enthalten sind Schubkästen, Hängeregister und Drehtüren. Ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Programm ist die gute Abstimmung von Tischen und Korpusmöbeln und die daraus resultierende Kombinierbarkeit. Es können nicht nur die Tische auf das 1H Korpusmöbel aufgestellt werden, sondern sie können auch bei 2 und 3H mit dem Korpusmöbel verbunden werden. In dem Fall bietet sich hier auch die Möglichkeit nochmal der separaten Elektrifizierung, die ich direkt neben dem Tisch habe. Und da das Korpusmöbel an sich über einen Kabelzugang verfügt, kann ich auch sauber aus dem Korpus direkt eine Elektrifizierung in den Kabelkanal fortführen. Eine weitere Besonderheit der Korpusmöbel ist die komplett grifflose Ausführung der Fronten. Ob Schubkästen, Hängeregister, Drehtüren, alle Komponenten funktionieren nach dem Push-to-Open-Prinzip. Gleichzeitig ermöglicht der Außenkorpus eine Elektrifizierung. Es gibt wahlweise Positionierung links oder rechts, wo ich direkt Strom oder eine USB-Ladefunktion am Außenkorpus generieren kann. Um dies zu ermöglichen, ist die Rückwand komplett herausnehmbar und ermöglicht so den einfachen Zugriff auf die Elektroinstallation. Diese Rückwand gibt es in 2 unterschiedlichen Ausführungen. Einmal in unserem bekannten Ikoren, aber auch in der Variante mit Stoff kaschiert, die auch nochmal in Verbindung mit anderen textilen Elementen sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht. Das Besondere an Homeline ist der wohnliche Charakter der Produkte. Dieser spiegelt sich auch in den verwendeten Materialien wider. Mit der Möglichkeit, die Tischbeine aus massiver Eiche zu wählen, erhält das Programm eine komplett andere Ästhetik und eine deutlich wohnlichere Anmutung. Gleichzeitig wird mit dem Material Eiche auch eine entsprechende Wertigkeit in der Materialität transportiert. Ebenfalls neu gedacht haben wir das Thema Funktion. Es ist so, bei den Schreibtischen besteht die Möglichkeit der geteilten Tischplatte und hier kann ich mir diesen Bereich individuell mit unterschiedlichen Einsätzen bestücken. Die Einsätze reichen dabei von Korkablagen bis hin zum Thema Elektrifizierung, kabellose Ladung und Kabeldurchführung. Im Falle des Schreibtisches bildet bei der geteilten Tischplatte und bei der Verwendung der Einsätze eine Leiste ebenfalls aus massiver Eiche den Abschluss und ergibt so zusammen mit den Beinen ein stimmiges Gesamtbild. Ergänzend zu den Schreibtischen als Einzelarbeitsplatz gibt es auch Besprechungstische für die Teamarbeit. Diese können, ähnlich wie die Schreibtische, wahlweise mit einem Gestell aus Metall oder den Holzbeinen konfiguriert werden. Schreibtische und Besprechungstische haben zudem die Möglichkeit, über eine Verkettungswange miteinander verknüpft zu werden. Bei Verwendung der Einsätze befindet sich die Positionierung gut zugänglich von beiden Seiten in der Tischmitte. Und auch hier ist es möglich, sich auf die jeweilige Besprechungssituation, den jeweiligen Anlass, die Einsätze individuell und passend zu konfigurieren. Ein weiterer Vorteil ist die Modularität des Systems. Die Einsätze können nicht nur individuell zusammengestellt werden, sondern nach Wahl auch der jeweiligen Situation angepasst werden. Ergänzend zu den Schreib- und Besprechungstischen gibt es natürlich auch die Stehtische im Sortiment.
Mit diesen drei Tischtypen decken wir viele Möglichkeiten ab, sodass das Programm vielseitig eingesetzt werden kann. Genau wie bei den anderen Tischen auch, besteht hier die Möglichkeit der geteilten Tischplatte, sodass ich hier in dem Mittelbereich individuell meine Einsätze einsetzen kann. Den Stehtisch gibt es einmal in der Ausführung komplett in Metall, auch mit Quer- und Längsstreben. Es gibt aber auch, wie bei den anderen Tischen, die Version mit Holzbeinen und auch die Möglichkeit, das komplette Untergestell aus Eichenholz zu haben.